Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Bier um 4. Immer freitags, immer hier ein Feierabendbier. Und diese Woche, wie angekündigt, ist Radeberger dran. Gut, und wie immer natürlich vorher gucken wir, was Radeberger auf seiner Internetseite zu dem Bier sagt. Da habe ich erstmal nichts gefunden auf der Seite selber, da wird man direkt auf ein Produktdatenblatt verwiesen. Und das ist wirklich nur ein Datenblatt, also da stehen ausführliche Produktinformationen drin. Steht ja auch ganz groß oben nochmal drauf, Produktinformationen. Wir haben Biergattung Vollbier, Sorte Pilsner, Stammwürze 11,3%, Alkoholgehalt 4,8 Volumenprozent und Kohlensäuregehalt sogar 0,53%. Brauart untergärig, Bittereinheiten 33 BE, also was man hier alles erfährt, das ist der Wahnsinn. Wir haben noch Kohlenhydrate 3 Gramm pro 100 Milliliter, Eiweiß 0,5 Gramm pro 100 Milliliter, Fett 0 Gramm pro 100 Milliliter. Hätten sich dann auch sparen können eigentlich, denke ich, aber gut. Physiologischer Brennwert 170 Kilojoule pro 100 Milliliter bzw. 41 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Dann haben wir hier noch Charakteristik: klare Farbe, hellgoldfarben mit feinsahnigem Schaum, vorherrschender Hopfengeschmack mit angenehmer, fein ausgeprägter Hopfenbittere. Okay, Inhaltsstoffe: ja, Wasser, weich aus eigenem Brunnen, also in Klammern noch dahinter, also wirklich alles hier angegeben: Hopfen. Ausgewogener Mix aus Bitter- und Aromahopfen. Okay, ich habe mich mit Hopfen nicht beschäftigt, dass es da auch noch Unterschiede gibt. War mir jetzt nicht bekannt, dass die einen bitter sind, die einen Aroma geben. Ist mir jetzt neu, aber gut. Die Leute müssen es ja wissen. Dann Malz aus ausgesuchten Gerstensorten. Und dann noch Hefe, untergärig aus eigener Reinzuchtanlage. Gut, ja, das war's. Da steht sonst nichts weiter. Das ist dann nochmal hier auf Englisch. Das will ich euch jetzt ersparen, zumal mein Englisch nicht das Beste ist. Kommen wir zur Bierflasche. Was haben wir hier noch draufstehen? Radeberger Exportbierbrauerei Radeberg. Ja, königlich sächsische Braukunst. Königlich. Ja, hinten drauf steht auch nichts großartig zum Bier selber. Einfach nur Bierzutaten. Also steht hier wirklich einfach Bier. Punkt. Zutaten. Wasser, Gersten, Malz, Hopfenextrakt, Hopfen. Ja, dann gerade nochmal Radeberger Exportbrauerei GmbH. Dresdner Straße 2. Radeberg. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Genau, das ist nämlich das Wichtige in Deutschland eigentlich. Gut, was haben wir hier oben noch stehen? Tafelgetränk, SM König. Ja, was ist SM König? Jetzt nichts Falsches singen. Friedrich August von Sachsen. Gut, ja. War halt eine Hofbrauerei. Ja, auch hier Relief am Flaschenhals Radeberger. Wird ja immer mehr, dass die ganzen Brauereien, die großen, individuelle Flaschen sich erstellen. Dann wird das mit der Pfandrückführung noch komplizierter. Aber okay. Gut, machen wir es auf. Der Plopp muss sein. So, jetzt kann ich euch gleich mal erzählen, was mich immer beim Radeberger stört. Das ist, wenn ich das aus der Flasche trinken muss. Aus dem Glas ist gar nicht das Thema, aber wenn ich das aus der Flasche trinken muss, bin eigentlich auch eher Flaschenkind, dann immer dieses oben hier, dieses Gepule. Das wird wahrscheinlich Tradition sein, deswegen haben sie es. Alle anderen haben das ja so gut wie gar nicht. Also nur wenige Biere wirklich, die diesen, ja, dieses Zeug da oben am Flaschenhals haben. Und das stört mich einfach tierisch. Dann bin ich jedes Mal erstmal runterknippeln, bevor ich das Bier wirklich genussvoll trinken kann, weil mich stört es. Macht Leute sein, denen das scheißegal ist. Mich persönlich stört das so ein bisschen. Aber gut, soll jetzt keine Wertung für das Bier sonst sein. Ist einfach nur... Gut, wir gießen ein. So, ich würde mir jetzt schon auf Anhieb sagen, ein bisschen heller. Das heißt ja gut gemeint mit der Blume. Werde ich ein bisschen knapper halten müssen hier. Aber die schäumen ja auch alle immer ein bisschen unterschiedlich. Ah, ich denke, ich kann auch nachvollziehen, was sie mit fein schaumig meinten in ihrer Produktinformation. Das kann man hier, glaube ich, ganz gut erkennen. Ich halte das mal ein bisschen näher ran. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist jedenfalls ja, schon etwas feinerer Schaum, auch aus der Flasche hier. Gezapft ist das auch immer noch ein anderer Schnack. So. Wir können gleich anfangen. Ich mache mal die Geruchsprobe.
Pilzgeruch auf jeden Fall, normal, Standard. Ich rieche einen Ticken mehr Hopfen raus. Ansonsten dieser typische leicht süßliche Pilzgeruch. So, jetzt sind wir an unserem Eistrich angelangt. Ja, ich glaube, da würde ich mich nicht beschweren in der Gastronomie, wenn ich so ein Bier bekäme. Okay. Also Geruch, ja, normal Pilz, ein bisschen leicht mehr Hopfen. Ich erwarte mir jetzt nicht allzu viel, nicht so wie bei Jever oder sonstigen herberen Bieren. Nur ein Ticken mehr rieche ich, meine ich es rausriechen zu können. Gut, Prost! Gut, da hat der Geruch mich getäuscht, also übertrieben jetzt irgendwie hopfenmäßig, schmeckt es nicht. Aber da kommt hintenrum so ein bisschen mehr Hopfen. Also diese Hopfenbittere ist schon noch da. Also die kam dann so verzögert. Muss ich mich gerade korrigieren. Also ein Ticken mehr herb. Also aber absolut im normalen Rahmen, würde ich sagen. Ein bisschen würziger, würde ich jetzt einfach mal. Also für meinen Geschmack schmeckt es leicht würziger. Ist nicht ganz mein Geschmack. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Das ist nicht so, nicht so mild, nicht so fein. Mein gut, Radeberger, weltweit bekanntes Bier. Ich habe es in der letzten Folge schon erwähnt. Charlie Harper hat es getrunken in Two and a Half Men. Ich denke, da werden genug Werbegelder geflossen sein. Aber ein schlechtes Bier ist es nicht. Für mich aber definitiv nicht unbedingt Top 10 bei mir. Also meinem Geschmack entspricht es nicht so hundertprozentig. Das ist irgendwas, was mich stört, was ich aber nicht genau beziffern kann. Beziffern sowieso nicht benennen kann. Ich kann es nicht genau sagen. Irgendwas stört mich an dem Bier. So, hatte ich über was zur Farbe gesagt? Ich glaube schon, oder? Also es war leicht heller, aber trotzdem goldgelb, klar. Sprudelt nicht ganz so viel, falls ich das vergessen habe zu erwähnen. Und ansonsten. Also bin ich wirklich, muss ich sagen, werde ich kein Fan von. War ich vorher nicht, werde ich auch jetzt nicht nach eingehender Prüfung jetzt. Man hat ja immer so seine Lieblingsbiere, wo man dann irgendwo isst, dann nimmt man nur das, was gerade da ist. Aber mit Radeberger werde ich, glaube ich, nicht warm. Ich sage nicht, dass es ein schlechtes Bier ist. Es ist definitiv okay. Es ist vielleicht für manche auch gut. Mein Geschmack trifft es nicht ganz. Es hätte ein bisschen mehr Hopfen vertragen können, durchaus. Ich mag auch dieses Würzige eher weniger. Aber hier geht es noch, es hält sich zurück, aber es ist, ich weiß es nicht, irgendwas stört mich, irgendwas fehlt mir an diesem Bier, das einfach nicht so ganz mich begeistert. Ja, ich nehme nochmal einen Schluck. Das Glas ist leer. Den Rest trinkt er auch noch aus. Ich habe gesehen, das war eine größere Flasche. So, wir sind eigentlich durch mit dem Bier um 4. Das war es Radeberger. Nächste Woche geht es dann mit König Pilsner weiter. Ich wünsche euch bis dahin erstmal noch frohe Ostern und hoffe, ihr seid nächste Woche wieder am Start, wenn ich mir das König Pilsner vornehme. Habe ich auch gerade gar nicht mal so in Erinnerung, wie es überhaupt schmeckte. Habe ich bestimmt schon mal irgendwann getrunken, aber habe ich im Moment gar keine Erinnerung dran. Wir schauen dann nächste Woche also, wie es schmeckt und was es da so zu berichten gibt. Bis dahin, wie gesagt, frohe Ostern, dicke Eier und ganz viele davon. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen.